Hey und ho, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist wieder euer Basti. Wir spielen heute, ja, Battleground auf dem PC, Runde 3, würde ich sagen. Und ich habe mega Lust darauf, auf jeden Fall. Es wird wieder abgehen, es ist ein bisschen buggy wieder mal. Ein bisschen buggy? Habe ich gerade gesagt, ein bisschen? Okay, es war sehr, sehr buggy gerade. Und wir werden wieder natürlich versuchen, so lange zu überleben, wie es irgendwie möglich ist. Letztes Mal waren wir uns dann sogar wieder unter den Top 50, was ehrlich gesagt ziemlich geil war. Aber wir haben nicht wirklich Action gehabt, war jetzt so ein bisschen, ja. Ich würde sagen, ein bisschen träge. Und, okay. Wo springen wir ab? Jetzt, naja, so viele sind noch nicht abgesprungen. Wollen alle so ein bisschen ins Landesinnere, oder wie darf ich das verstehen? Oh, jetzt kommt die... Jetzt kommt die krasse Session hier, wo sie alle abspringen. Ich würde sagen, oh, die sind echt alle weg. Ich glaube, wir springen auch. Wir springen definitiv auch. Hallo erstmal, wie wir springen werden. Und zwar direkt auf die Siedlung da drüben. Wir werden direkt drauf springen. Und sowas von drauf. Mal gucken, ob wir wieder eine Punktlandung hinkriegen. Ah, ich sehe schon, wir müssen so ein bisschen abdrehen, habe ich das Gefühl. Ah, komm schon runter, 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 mein Freund, runter. Das mit dem Fliegen, das... Nee, gar nicht. Nicht eigentlich. So. Jedes Mal so... Oh, kannst du rennen? Doch. Gott gab dir Füße, damit du läufst. Er gab dir einen Rucksack. Dass du ihn trägst. Hey, schnell... Waffe, das ist geil. Wart? Auf dem Klo vielleicht eine Waffe? Nee. Vielleicht einer beim Scheißen seine Waffe vergessen? Laufen schnell hier rüber. Ich weiß nicht, ob hier auch andere sind, aber eigentlich so eine Location. Da sind auch andere. Es ist. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Wir laden direkt nach. Pumpgun ist schon mal ganz gut. Wir sind auf Nahkampf. Falsche Taste. Nahkampf ganz. Oh, eine Grenade. Magazin noch. Jawohl. Okay, aufpassen. War da einer? Ist auf jeden Fall irgend... Sagen wir es mal so. Hey, wir bleiben hier. Auf jeden Fall irgendwo einer. Der wird ja auch durchsuchen. Vor allem die Tür ist offen. Natürlich wie gefundenes Fressen für den. Wir sind da richtig... Nee, wieso nicht? Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Wir müssen laufen. Drüben die Tür ist ab. Oh, da sitzt einer sogar. Habe ich noch eine andere Waffe? Aber. Gehen wir so ein bisschen. Gott, ich bin so konzentriert, Leute. Echt leid. Was? Was? Ich habe ihn doch getroffen!
Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Was zum Teufel? Ich habe ihn so hart getroffen, Mann. Das ist eine Pumpgun, Junge. Du müsstest, ey, weiß ich nicht, wo liegen. Im letzten Eck, mein Freund. Und er überlebt es eiskalt. Echt der Hammer, ey. Was ist er denn für ein Übertier? Krass, Mann. Da habe ich schon die Tausender Brezi. Ich baller ihm das Ding direkt in die Mitte. Und dann überlebt er das einfach eiskalt, Mann. Der Typ hat so viel Blei gefressen, das ist ja nicht mehr normal. Alter Schwede. Das ist echt mies. Boah. Ich habe ihn so krass getroffen, Mann. Ich war richtig gut. Dann gibt er mir 2 Schuss mit seiner SKL oder was das war und ich bin weg. Weg. Ich bin weg. Weg. Und wieder allein, allein. Okay, es geht wieder von vorne los. Wir spielen noch eine 2. Runde. Ich war wirklich ziemlich kurz. Eine Runde geht noch, oder? Was sagt ihr? Ich weiß nicht, aber ich denke mal, eine Runde geht noch. Also ich bin dafür, dass wir noch eine Runde spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin dafür. Hallo, was ist denn mit der kaputt? Mal was anziehen, bitte. Kann ja kein Mensch richtig spielen, ey. Halleluja. Halt mal gleich mal drauf. Ich meine, mit der Waffe, ne? Nicht, dass ihr was wieder denkt. Ja, ich weiß genau, was ihr denkt. Freunde der Finsternis. Hier. Der König der Welt. Alter, halt. Eiskalt da hochlaufen. Hallo. Schau ich das an, Mann. Ich stehe ganz oben. In der Nahrungskette. Alles klar. Okay, nächste Runde. Oh Mann, ey, das war aber auch wieder gemein. Hey, sorry. Eskaliere hier voll. Aber das Aiming ist auch voll krass. Das ist so schnell hier. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Hey, okay. Los geht's! Spielen wir eine Runde Battleground! Ah. Boah, da sind schon echt viele abgesprungen. Die springen direkt an den Anfang hier. Was? Da gibt's bestimmt den geilen Loot oder so. Das sind die alle schon. Dann ziehen die alle in einem Zug nach oben. Wir können auch einfach mal. Mich würde es interessieren, was passiert, wenn man so direkt in die Mitte flatscht. So auf eine richtige krasse Puzzle. Puzzletown, was auch immer das sein soll. Da sieht aus wie Puzzleteile. Was passiert, wenn man denn doch eine so ziemlich große Gegend geht? Ist man dann schnell tot? Ich würde sagen, ja. Alter, wie schnell ist der? Okay, ich glaube, dann ist man sehr schnell tot. Wir ändern den Plan. Wir landen da hinten. Alter, sind da viele. What the fuck? Das sind richtig viele da oben. Das war nicht. Auf. Das hat bestimmt Waffe da oben. Hundertprozentig. Da hinten ist kleine Häuschen rein. Wir fangen erstmal klein an. Molotow. Doch. Ja, genau sowas brauche ich, ja. Mega Angst gerade, ohne Witz, hier ist so krass viel los. Mal jeden Moment einer um die Ecke kommen und der ballert dir direkt in deinen Zeh.
Fanny-Packung. Im Verband? Ich habe gar nichts, oder was? Aber ich habe Loot. Ja, der tut immer gut. Ja! Nein. Da nachladen, bitte. Okay. Guck mal, was der dabei hatte, der Kerl. Hatte der zufällig ein Sunnypack? Boah, der hat ja... hat die ultimativen Sachen dabei, glaube ich. Den Rucksack. Polizeiweste direkt erstmal anpacken. Kampfhose. Ey, der hat ja alles krass. Polsterte Jacke. Gasmaske. Alter, wo hat der das ganze Zeug her? Aber er hat... Hab ich einen Rucksack? Kann trotzdem fragen, oder was? Ich bin einfach ein Tier, Mann, so viel wie ich tragen kann. Wir haben einen erledigt, meine Freunde. Hab ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Egal. Was soll's. Einfach das übelste Tier. Eiskalt haben wir einen abgeknallt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Wir sind sogar im Bereich. Wir sind richtig gut, Mann. Wir sind richtig gut dabei. Wir haben einen gekillt, ich bin so glücklich. Boah, ich will die Uzi. Definitiv will ich die Uzi. Hallo. 5 Schuss, willst du mich bearschen oder was? Ja. So, alles klar, Waffen weg. Jeden Fall getroffen. Fest. Ich denke, wir hören ihn nicht, ja? Oh Mann, was geht denn ab hier, ey? Bin ja echt in der krassen Gegend unterwegs, sag ich ja. Hab noch ein Stück runter. Bessere Sicht vielleicht. Ich hab Angst, dass der kommt, aber ich sehe keinen. Okay, wir bleiben mal drin im Scope. Ich kann nicht höher zielen, was? Auf. Kann ich alle Tasten gleichzeitig drücken? Wie soll das gehen, Mann? Kann ich alles drücken? Geht er wieder auf die andere Seite? Ich kapiere es nicht. Ah. Ah, ich verstehe. Alles klar. Du konzentrierst dich, Mann.
Hier ist überall jemand. Was? Krass, krass, krass. Okay. Ruhig rüber waren. Ja! Guck mal, was haben wir denn da? Aber das ist nicht so geil, sich da direkt da so... So, hat der einen Rucksack? Rotpunktvisier, das ist schon mal mega nice. Okay, das ist gut. Hat der einen Rucksack? Der hat einen Rucksack, okay. Ja, der hat einen Rucksack. Das heißt, wir können jetzt... Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Keine Ahnung. Nee, Sonnenbrille brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Da müssen wir nachladen, definitiv. Oh, da liegt aber auch noch. Drei, den nehmen wir doch mal. Das ist Atomit hier. Okay, jetzt sollte ich eigentlich... Müssen wir denn hin? Der Sohn ist immer noch nicht da, alles klar, wir haben noch Zeit. Vielleicht noch einen dritten zu snacken. Dann gehe ich in die Luft, ey. Dann ist alles zu spät, glaube ich. Dann eskaliere ich hier total. Ich sag mal ganz ehrlich, es sieht halbwegs frei aus. Aber was heißt das schon, ne? Ist die Frage. Aber man sieht schon, es wird besser mit der Steuerung. War immer noch der größte Noob des Jahrtausends. Aber es ist egal. Es macht so irre viel Spaß. Der Hammer. Es ist ein ganz anderes Feeling bei Black Ops so. Auf der PlayStation, da denkt man sich so, ja okay, ich habe einen gekillt. Geil. Und hier denkt man sich so, ich bin ein Gott, Alter. Ich habe einen gekillt. Was zum Teufel? Okay. Wir wollen die nur Bande ein bisschen aufmischen. Ausgucken. Oh, jetzt bin ich aber voll ins Mikro gestoßen. Entschuldigung. Kann mich nicht hochstellen.
Okay, wir heben die Muni auf. Okay, es geht weiter. Der wird uns jetzt natürlich nicht in Ruhe lassen. Der wird jetzt kommen. Er weiß, dass wir hier... Noch 43! Mein Leben ist aber auch nicht so ein bisschen... okay, wir können uns ein bisschen Verwunde heilen. Habe ich na gut. Ach hier, erster Koffer wird verwendet. Ha? Hat ja echt mega viel gebracht. Bin ja richtig geheilt. Toll. Wirklich toll. Ich bin geheilt. Aber total. Unglaublich. Das nennt sich Heilung. Wo müssen wir denn hin? Oh, wir sind komplett aus dem Bereich raus. Habe ich eben erst gesehen. Jetzt wird echt eng. 27 Sekunden. Oh mein Gott, das wird unser Tod. Ich habe verpasst. Ich habe es verpasst. Hör auf dich zu ducken, Mann. Lauf einfach um dein Leben, Junge. Jetzt wird es heftig. Jetzt werden wir sterben, glaube ich. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, jetzt werden wir sterben. Oh mein Gott. Der Ring ist definitiv schneller als wir. Da hinten wird noch geschossen. Sind wir auch auf dem Weg in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Können wir das Auto nehmen? Ich kann das Auto nicht nehmen, okay. Lauf, lauf! Der Ring kommt, er ist richtig schnell auf jeden Fall. Da hinten ist auch noch einer. Ja! Komm, lauf! Nummer 3! Alter Schwede, was geht denn ab hier? Bin ja richtig gut hier unterwegs. Okay, jetzt müssen wir echt sprinten hier. Also jetzt haben wir Waffe weg und direkt Feuer. Und hier richtig abrennen, was geht. Ach du Scheiße! Was geht denn ab, Mann? Wir haben 3 Leute geholt. Da hinten fährt einmal ein brennendes Auto. Ey, wir rennen einfach um unser Leben, ist mir egal. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch einer ist. Wir müssen einfach laufen. Der Ring hat uns gleich. Oh mein Gott, wir werden das nicht überleben, glaube ich. Und das ist echt scheiße. Wir waren echt gut dabei. Wir laufen hier echt schon um unser Leben. Krass, 38 nur noch. Wir rushen hier um unser Leben. Oh mein Gott, das wird so eng. Wenn wir das wirklich überleben, dann wird es todeseng. Man hat mal gesehen, mein Aim ist wirklich nicht gut. Oh komm, wir schaffen das. Ich weiß nicht, ist man direkt tot, wenn der Ring einen erwischt? Ich habe keine Ahnung. Oh, lauf doch! Ich habe keine Ahnung, ob die Farm noch mit dazugehört. Da ist 100 pro einer am Fenster jetzt. Oh mein Gott, der Ring hat uns, oder? Oh mein Gott, Schaden, 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 Schaden. Lauf! Oh Gott, wir haben es überlebt. Wir können nicht in das Haus rein, na super. Okay, dann gibt es nur eins, wir müssen weiter. Oh mein Gott, es wird geschossen. Es wird scharf geschossen. So, wo ist meine Waffe? Her damit. Ey. Ey, wo ist meine Waffe? Ich kann nicht mehr laufen. Ist überall. Ey, hier sind überall welche. So, ich muss jetzt definitiv... Ich habe keine erste Hilfe. Okay, alles klar. Ich will meine Waffe wieder haben. Ach, hier. Umrennen sie.
Ich muss eigentlich nur ein kleines Stück weiter. Ich muss ein Stück weiter darüber. Irgendwie so in die Heuhaufen. Ich habe echt wenig Leben, aber ich will, solange es geht, noch irgendwie überleben. Ich habe eine Minute Zeit, um darüber zu kriechen. Entschuldigung. Boah, ich bin gerade echt mega... Ich habe eben mega gebrüllt, ey. Ich bin heißer wie Sau. Krabbeln einfach Stück für Stück darüber. 48 Sekunden noch. Boah, da hinten rennen sie überall rum. Das ist krass. Das ist krass. Ich glaube, ich muss auch kurz... Okay, ich bin im Scope. Auch kurz rennen. Risiko, dass ich jetzt von hinten erschossen werde. Ich will in die Zone rein. Ist mir egal wie. Ich will in die Zone rein. 28 nur noch. Was ein Spiel. Was ein Spiel! Okay, wir sind in der Zone. Was machen wir jetzt? Hier sind zwei Heuballen. Zwei Heuballen sind besser als einer, würde ich sagen. So, und die werden jetzt, würde ich sagen, von da vorne kommen. Wenn sie kommen, kommen sie von hier vorne, würde ich fast sagen. Oh, hier, so sehe ich ja gar nichts. Ich würde sagen, wir setzen uns. Hier einmal ganz kurz ins Menü. Ich werde jetzt nämlich mal schnell die Steuerung. Scoping-Empfindlichkeit. Ich weiß nicht, was Targeting-Empfindlichkeit ist. Kein Fachmann. Jedes Visier in extra Empfindlichkeit hier, oder? Und viele wahrscheinlich, ja, diesen einen hast du doch nicht, merkst du doch nicht. Aber ey, das ist perfekt. Der Ring ist schon auf dem Weg, Alter. Was? Ja, aber kein Rennen da hinten. Ich sehe kein Rennen. Heftig. Echt heftig, dieses Game. 2 Minuten. Oh mein Gott. Und ich bin absolut nicht mal in der Nähe vom Bereich. Nee. Wirklich nicht. In der Nähe vom Bereich sieht anders aus. Das heißt, wir müssen jetzt Stück für Stück weiterlaufen. Da läuft doch schon der. Push. Können wir die falschen Tasten an, Leute. 45. Ja, jetzt mit dem UAS zu fahren oder was auch immer das sein soll. Toll. Sonst finde ich nie ein Auto, gell? Und jetzt, wo es... Oh, mein, ich schieße so daneben. Oh Gott, jetzt habe ich mir voll den Kopf am Mikro gestoßen. Ich schieße so daneben, Mann. 18. sind wir geworden. 3 Leute haben wir geholt. Wow, was eine Runde, Leute. Was eine Runde. Ich bin sowas von überglücklich gerade. Wir haben echt ganz gut gespielt, finde ich. Und das wirklich, obwohl wir sowas von null aimen können und völlig neu auf dem Computer sind. Keine Ahnung, was wir hier drücken. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ey, mega geil. Mega geil. Boah.
Ja, mein, 3% der Leute haben wir gekillt, ja? Also 3% von allen. Hallo? Alles klar. Wow, 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 wow. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen von euch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war wirklich actiongeladen diesmal. Was eine Folge, wirklich. Wow. Und wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall nicht vergessen, den Like unter dem Video zu drücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Battlegrounds. Bis dahin, euer Basti. Ciao.